So, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist früh 4:30 Uhr. Ich hoffe, ihr seht mich. Es ist noch ein bisschen dämmerig hier. Und heute geht es wieder zum Strandwandeln. Mal gucken, was wir heute alles finden. Und wir sehen uns gleich nach dem Intro zum ersten Fund. Bis gleich. So, jetzt haben wir das erste Signal, 20er, 21er, kann eigentlich nur eine Münze sein. Ja. Und zwar haben wir 20 Cent, ein konstantes 13er Signal, naja 12, 13, das tippe ich auch mal wieder auf den Kronkorken. Ja, Kronkorken. So, jetzt haben wir 13, 14er Leitwert. Tippe ich mal wieder ganz stark auf den Kronkorken. Ne, Abziehlasche. So, jetzt haben wir 17er, 18er Leitwert, gleich oberflächlich. Stücke Blech. 10er oberflächlich. Drückt da mal die 15 ein bisschen durch, das hätte ich gesagt. Ein 2 Euro Stück. Oh, ist wieder ein 2 Euro Stück. Meistens kommen die sonst mit 16, 17 rein, aber naja, gut. 15, 16. Jetzt haben wir stark schwankenden Leitwert. Das wird wohl noch ein Kronkorken sein. Sieht aus wie eine Niete mit einem weißen Kreuz drauf. Ja. 21, 22. Das wird eine Münze sein. Eventuell ein Euro. Ja, ein Euro. Ich sag mal, einen stark schwankenden Leitwert. Wird wohl auch Müll sein. Okay, Kronkorken. So, ist aber auch wieder Leitwert. Von bis, also alles drin fast. Das kann dann auch bloß wohl Müll sein. Okay. Kronkorken. Oh, ein Ohrring. Der kam. Der lag jetzt auch bloß da. Oberflächlich. Der kam jetzt mit 5er, 6er Leitwert rein. Also gegraben hätte ich den jetzt nicht. Aber es ist Gold. Also eine Punze sehe ich jetzt nicht. Vielleicht doch kein Gold. Aber es sieht aus wie Gold. Das ist auch etwas... Also da müsste ich mich echt... so täuschen, wenn das kein Gold ist.
So, die Sonne ist jetzt aufgegangen und es sind schon einige Leute am Strand. Und ich werde jetzt weitersuchen. Zweiundzwanziger Leitwert. Könnte eine Münze sein. Jawohl. 20 Cent. 14er bis 19er Leitwert. Mal gucken, was das ist. Ein Kronkorken. Jetzt haben wir mal wieder ein Signal, seit langem mal wieder. Sieht ziemlich mau aus hier, auch schon alles abgesucht. Und ein Kronkorken. Jetzt haben wir hier wieder ein 6er, 7er Leitwert. Mal gucken, hatte ich ja vorhin Glück mit dem Ohrring. Auch meist ist es bloß Folie. Ja, das ist wohl so klein, dass man mit dem Pinpointer kaum ein Signal kriegt. Ja, hier wohl so ein kleines Blättchen. Zinkblech. So, hier ein Signal. Könnte aber auch wohl ein Kronkorken sein. Ja. Kronkorken. 16er Leitwert. 16 bis 20er. €2. Münzen, 21er Signal, das ist bestimmt auch nur eine Münze. Hoffen wir mal jedenfalls. Jawohl, 10 Cent. 12, 13, das wird wohl ein Kronkorken sein. Ja, ja, Kronkorken. 15er, 16er Signal. So, jetzt haben wir es draußen. Und es ist 2 € Stück. Altes. Also lag schon länger hier. €15, €16, €17 könnte Kronkorken sein. Münze ist es auf keinen Fall. Ja, Kronkorken. Jetzt haben wir einen 12er Leitwert. Stücke Blech. Jetzt haben wir hier wohl ein Signal von 10 bis 20 hoch. Kann bloß wohl ein Kronkorken sein.
Jawohl. Ein Klonkorken. Ah. 16er, 17er Leitwert. 15, 16, 17. So. Ja. Wenn wir Glück haben, könnte es ein 2-Euro-Stück sein. Jawohl, hier. 2 Euro. Aber ein schönes Münzsignal. 17, 18, 19. Aber es ist ein Kronkorken. Jetzt haben wir 16 bis 21 Leitwert. Und es sind 20 Cent. Das nächste Signal. Und das ist wohl ein schöner Leitwert für eine Münze. Das sind wohl 20 Cent. Jetzt haben wir auch wohl einen schönen Leitwert für eine Münze. Durch doch oberflächlich. Aber es ist ein Kronkorken. Wohl ein schönes Münzsignal. Mal gucken, was wir haben. Und es ist ein Euro. Schön. Haben wir Leitwert zwischen 15 und 20. Das könnte Kronkorken sein, wenn das so springt. Kronkorken. Ja, und ich weiß jedes Mal, es ist ein Kronkorken, aber irgendwie muss ich trotzdem kramen. Schauen wir mal, oder? Ein Signal seit lang. Wenn wir Glück haben, ist es ein 2-Euro-Stück, aber nee, also 2 Euro ist es doch nicht. Es ist ein Kronkorken. Draußen ist es ein Kronkorken, wie ich schon sagte. Wohl ein schöner Leitwert, 16er. Und da wette ich, dass das ein 2-Euro-Stück ist. Jawohl. 2 Euro. Noch ein 16er. Wette ich auch, dass das ein 2 Euro Stück ist. Ja, falsch gewettet, Kronkorken. Aber der kam so super hin. Münzsignal. Könnte ein Euro sein. Nee, es sind 20 Cent. Das ist ein Abziehlöschensignal. Sag ich doch. So, jetzt haben wir hier wieder ein schönes
2 Euro Signal, 16er Leitwert. Aber 2 Euro. So, wir machen jetzt auch Feierabend. Machen wir jetzt noch eine kleine Fundzusammenfassung und dann ist Feierabend für heute. So, dann gucken wir mal, was wir alles haben. So, also da haben wir Kronkorken, 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 Kronkorken und so weiter und so fort. So, Abziehlasche, Flaschenverschluss, kleines Blech. Ein Blech, Flaschenverschluss. So, das war jetzt eins im Müll. So, dann haben wir einen Ohrring. Da müssen wir aber erstmal gucken, ob der Gold ist. Bis jetzt habe ich noch keine Punze entdeckt. So, dann haben wir so einen kleinen Anhänger. Und dann haben wir, wie so eine Art Knopf war das oder irgendwas. Ja, das ist so der Schmuck von heute. Den Kronkorken packen wir auch gleich mal weg. So, dann zählen wir mal die Euros. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 40, 60, 80, 1 Euro, 15 Euro, 15 Euro und 10. Naja, so, das waren jetzt 15,10 Euro. Kann sich eigentlich sehen lassen. Ein Ohrring und zwei kleine Schmuckteile oder was das ist, Anhänger. Ja, so für heute Abend mache ich, für heute mache ich Feierabend. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren und lasst ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, bis bald.